Was geht ab, Leute? Und es folgt auch schon direkt der nächste UEFA Champions League Stadion Vlog. Und für mich heute ein ganz besonderer, denn der FC Barcelona ist endlich mal wieder nach lang ersehnten 4 Jahren im Viertelfinale. Das letzte Mal waren wir dort, als wir das 8:2 kassiert haben. Und heute spielen wir in Paris. Ich bin im Auswärtsblock am Start. Oh, wo ist mein Vamos Barça, wir schaffen das. PSG vs. Barça, Leute. Ich bin so geil. Mbappé, Dembélé, alle werden ausgepfiffen. Es ist kurz vor 16 Uhr, das heißt in 5 Stunden geht das Spiel los. Ich zeige euch mal ganz kurz hier mein Zimmer. Erstmal eine überragende Aussicht über Paris. Ich bin im 32. Stock. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist ganz da vorne Le Sacré-Cœur. Auch eine sehr berühmte Sehenswürdigkeit aus Paris. Und ja, ansonsten habe ich hier so 2 Single Beds, aber die sind zusammengeschoben. Alles toppi. Fernseher am Schlüssel, noch so eine kleine Couch, Digga. Und habe mich gerade eben auch schon frisch geduscht. Hier auch bodentief, alles was man braucht, super sauber. Ich habe gestern noch nicht mal verarbeitet, aber heute wird es episch. Und wir werden nicht untergehen im Prinzenpark. Habt ihr das gehört? Wir werden nicht verlieren heute. Zumindest einen Unentschieden mitnehmen und dann im Rückspiel die Pariser aus dem Wettbewerb werfen. So, hier haben wir auch noch so einen Rundenspiegel. Also echt gemütlich. Und Batchbrook. Oh, Digga. Oh, ich werde so schreien heute, meine Güte. Come on. Kleiner Funfact, damals haben Xavi Hernandez und Luis Enrique gemeinsam bei Barca gezockt. Ich blende euch mal ein Bild ein, wo der eine ganz links in der Mauer ist und der andere ganz rechts. Luis war damals sogar Kapitän von Xavi. Und das letzte Mal, als Barca die Champions League gewonnen hat, war 2015. Und dreimal dürft ihr raten, wer war dort der Trainer? Und zwar Luis Enrique. Und unter ihm war Xavi als Spieler der Kapitän. Das war die legendäre MSN-Saison, wo wir dann auch das Triple gewonnen haben. Wir fahren jetzt ganz nach oben in den 34. Stock. Von dort hat man auch noch eine krasse Aussicht. Auf jeden Fall werden heute die beiden Katalanen aber als Rivalen aufeinandertreffen. Lamine Yamal hat sich übrigens im Interview geäußert vor ein paar Tagen. Seine Prediction für heute ist 1:0 für Barca und dass er das entscheidende Tor schießt. Leute, ich hoffe, das ist nicht überheblich vom 16-Jährigen, aber ich feiere auch seine Konfidenz. Das Hotel ist einfach nur Baba, Leute. Ich wollte euch hier den Salon zeigen, aber der macht leider erst um 17 Uhr auf. Aber ihr könnt es trotzdem euch schon erahnen. Hier hat man eine perfekte View auf den Eiffelturm. Im Gegensatz zu Lamine zeigt sich Mbappé zunächst etwas demütiger. Er sagt, das Ergebnis ist in Gottes Händen. Aber gerade eben hat 4-3 auch ein Zitat von ihm gepostet. Es ist Zeit für die großen Spieler. Ich bin bereit. Aber das Ding ist, Xavi hat es auch in der PK gesagt, PSG besteht nicht nur aus Mbappé. Wir müssen auch auf Dembélé achten. Da bin ich mal gespannt, wie das für ihn emotional wird gegen seinen Ex-Verein. Moani und Vitinha haben natürlich auch schon ein sehr gutes Team. Aber Leute, es ist möglich, meiner Meinung nach. So, schaut mal hier den freshen Rezeptionsbereich hier an. Ich werde mich jetzt erstmal kurz hier hinsetzen, Leute. Snacke was, weil ich sterbe vor Hunger. Danach holen wir die Tickets ab und treffen dann ganzen anderen deutschen Barca-Fans, die auch in der Stadt sind. Let's go! Das letzte Mal, als wir auf PSG in der Champions League trafen, war vor ein paar Jahren, aber das im Achtelfinale. Da habe ich ganz so gute Erinnerungen, denn da hat Mbappé uns im Hinspiel einen Hattrick eingeschenkt im Camp Nou. Rückspiel konnte Messi zwar ein absolutes Traumtor erzielen, aber wir waren trotzdem chancenlos. Eine deutlich bessere Erinnerung habe ich aber an 2017, denn da haben wir das legendärste Comeback aller Zeiten hingelegt. Ihr erinnert euch alle, als Cavani das 1:3 erzielt hat und dann irgendwie 3 Tore in 5 Minuten gebraucht hat und man hat es wirklich geschafft. Das war der pure Wahnsinn. Ich bereue es bis heute, dass ich dort leider nicht im Stadion war. Leider habe ich heute keine Zeit für eine Stadttour, aber Barca hat einen richtig coolen Feedpost rausgehauen. Hier vor den ganzen Sehenswürdigkeiten, hier das Moulin Rouge, das Notre Dame, Louvre, Arc de Triomphe und das Bild feiere ich auch heftig. Belletti vom Eiffelturm. Er schoss damals das entscheidende Tor im Champions League Finale 2006 gegen Arsenal und das war eben auch in Paris. Leute, historisch gesehen haben wir schon immer wieder gute Sachen auch erlebt hier in der Stadt und ich hoffe, Freunde, dass wir da anknüpfen können. Komm. Boah, stimmt, das war auch so ein krankes Tor. Schon mal Suarez, Tunnel, David Luiz und dann anstatt, dass er einfach reinschiebt, voll riskant noch oben rechts in den Winkel gehauen. Oh, wie überragend riechen bitte diese Trüffelnudeln. Merci beaucoup. Parfait. Warte, ich hab so Hunger. Boah, 9,5 von 10. Ganz, ganz heftiger Hase. Also entweder lag es daran, dass ich so hart Hunger hatte,
Aber ich habe alles wirklich aufgeleckt, Leute. Hier ist nicht ein Kleck Soße übrig. Oder es war eine der besten Pastas, die ich je gegessen habe. Auch in Paris ist so ein geiles Wetter. Strahlend blauer Himmel. Das ist übrigens mein Hotel von außen. Da seht ihr auch nochmal, wie hoch es ist. Und gegenüber von meinem Hotel, genau hier, sind die Auswärtstickets hinterlegt für alle Barca-Fans, die heute nach Paris angereist sind. Deswegen habe ich auch das hier gebucht. Und apropos, die PSG-Ultras habe ich ja schon oft gelobt in meinen Videos. Sowohl heim als auch auswärts, die sind absolut krass. Ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die haben aber öffentlich jetzt was gepostet und das gefällt mir nicht ganz so. Ich lese euch mal vor. Barca wird die Hölle auf Erden erwarten. Lasst uns unsere Gegner zum Zittern bringen, sobald sie den Platz zum Aufwärmen betreten. Das ist ja noch alles harmlos, alles entspannt. Und jetzt kommt's. Dieses verachtenswerte Barca, das so oft den Schiedsrichtern begünstigt wird, muss sich mehr als nur feindlich fühlen. Schreibt mal gerne, Leute, eure Meinung in die Kommentare. Also klar, historisch gesehen hatten wir bestimmt ein paar Situationen, wo wir Glück hatten, ja, aber so wie eigentlich alle anderen großen Mannschaften auch. Mal hatte der eine Pech, mal hatte der andere Glück. Gehört da irgendwie dazu im Fußball. Aber allein jetzt in den letzten Jahren kann ich euch sofort 4, 5 Beispiele nennen, wo wir 50-50-Situationen gegen uns gepfiffen bekommen haben. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere PSG-Ultra halt noch gefrustet ist vor einem 6:1 Comeback damals, weil da haben wir wirklich diesen strittigen Elfer bekommen, wo Suarez halt den irgendwie rausgeholt hat, wo es noch kein VAR gab. Aber nun gut, ich hoffe einfach, dass wir am Ende heute nicht solche Situationen zu diskutieren haben. Dafür gibt es ja eigentlich auch den Video Assistant Referee und dass wir einfach ein faires Fußballspiel sehen und der Bessere weiterkommt. Da kommt doch schon ein Barca-Fan raus. Visca Barça, Visca Catalunya, vamos. Ja, was für ein cooler Spiegel, Digga, hier in dieser Drehscheibe. Oh, fast gestolpert, Digga, das war's komplett, Digga. Ah, hier ist ja voll der große Konferenzsaal, wo alles hinterlegt ist. Sieht fresh aus. Und da ist mein Ticket. Für die, die es interessiert, ich habe 70 Euro gezahlt für das Auswärtsblock-Ticket, weil ich ja bei Barca Mitglied bin, konnte ich mich dafür bewerben. Da seht ihr meine Member-Card. Also wäre ich kein Socio, dann hätte ich heute safe 500-600 zahlen müssen. Mein Herz ist gestern Abend so aufgegangen, als ich gesehen habe, dass Pedri beim Abschlusstraining mittrainiert hat. Er steht im Kader. Mal schauen, ob es für ein paar Minütchen reichen wird. Eigentlich stehen jetzt alle Spieler wieder zur Verfügung, bis auf Gavi, aber selbst der ist mitgereist, um zumindest die Mannschaft von außen zu supporten. Wir brauchen heute von jedem Einzelnen 150% Einsatz, egal ob Spieler, egal ob Fan, alle für einen, einer für alle. Vamos! So, mein Uber ist da, Digga, sein Eklas ist ja richtig dreckig. Hi, 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 yeah. How are you? Fine? Wir fahren jetzt zum Treffpunkt, Leute, von den ganzen Barca-Fans. Et toi, as-tu prédiction pour le match? Prédiction pour le match 1-0 pour Paris. 1-0 Paris. 1-0. Okay, okay. For Paris. I think 1-0 us. For Barca. Yes. Okay. Der Uberfahrer meinte, ich muss jetzt hier durch den Tunnel laufen und dann steppe ich auf so eine kleine Insel. Da befindet sich diese Bar, wo alle sich treffen. Ah, okay. Hier aber die Brücke. Ey, wie cool die Location. Hier auch direkt bei der Seine. Und da hinten sehe ich auch schon ein paar. Mit Piquet-Trikot. Oh. Hola, hola. Yeah, yeah, yeah. How are you? Visca Barça. Todo bien? Si, si, si. Pizza. Aus Napoli mitgebracht, oder wie? Was geht ab, Jungs? Na, was tippst du erstmal? 3-1, Barça. 3-1? Oha, Digga. Wenn das passiert, dann gehe ich bin ich irgendwann im Nachtclub heute unterwegs in Paris. Ohne uns. Ich sag auch 3-1, Barça. Auch 3-1. Was sagst du? Ich sag 2-0, Barça. Tore Lewandowski und Gündogan. Gündogan, okay. Könnte ich mir auch vorstellen. Ich sag 4-1, Barcelona. Alter, Leute, ey. Es reicht auch unentschieden und dann in Barcelona gewinnen. 2-1, Barça. 4-1. Boah. Ich sag ganz ehrlich 1-1. 1-1. Ja, ich sag auch 1-0, 1-1, sowas in der Art. Ja? 3-1 von uns heute. 3-1. Und Daniele, unser Fanclub-Chef. Na, was geht ab? Alles klar? Was sagst du, Bro? 3-1 heute, Barca. Auch 3-1. Ja? Wer war noch? Wollt ihr noch sagen? 2-1 auch. Möchtest du? Auch 2-1. Oh, ja, ja. Also ich mag Optimismus, aber wir dürfen auch nicht überheblich werden. Hey, was geht ab? Oh, geiles Trikot. Ey, das ist da, wo Suarez gegen PSG getroffen hat. Mit Neymar genommen. Mit Neymar, uiuiui, sehr schön. Ich hab das nicht in meiner Sammlung. SS. Was hast du für krasse Augen, Alter? Junge, Junge, Playboy. Wir gönnen sich auch alle schon Bierchen. Let's go. Hui, gleich 4 Stück. Hier wird alles ausgeschenkt, Leute. Kann man sich Getränke holen, viele Essensstände auch. Uiuiui, und es sollen sich alle hinsetzen. Wird ein Alle angestimmt? Hinsetzen, hinsetzen, runter, runter, runter.
von Barca. Ronaldinho hat bei beiden Vereinen gespielt, PSG und Barca. Oi, Daniele. Gehört natürlich auch dazu in so einem Spiel, ne? Das P-Wort gegen PSG. Araujo! Servus, heute Mbappé in seine Tasche. Visca Barça! Was 6-1, genial! Das 6-1, oh, Sergio Roberto, ja Mann, krass! Gutes Omen, Champions 9-9! Sergio Fortes! Siempre Tanimare! Ale, ale, ale! Ale, ale, ale! Oh, er hat auch ein krasses Tattoo auf dem Oberarm. Sieht nicht nice aus. Ich hab so gefällt, Leute. Ich hab einfach mein Trikot zu Hause vergessen. So eins bräuchte ich jetzt. Oh, mit Puyol, legendärster Kapitän ever. Aber Hauptsache Elevate wurde dabei. Markenbotschafter Nummer 1 im Start. Ja, te quiero más. Und jetzt auch eine blaue Rauchfackel. Lamine Yamal. Mit 16 wird er heute ein Viertelfinale spielen. Daniele, hast du sogar deine Barca-Schuhe angezogen? Du musst immer dabei sein. Bas Lightyear hier auf dem Bus. Wir laufen jetzt alle gemeinsam Richtung Stadion. Kleiner deutscher Barca-Fanmarsch. Ein paar von uns haben schon Sprüche kassiert von Franzosen, wenn wir vorbeigelaufen sind. Und das waren keine schönen Wörter. Da muss man ein bisschen aufpassen hier. Er meinte gerade eben, dass Kubasi morgen Mbappé mit in die Schule nimmt. Mal schauen, ob er heute wieder so eine geile Leistung bringt wie gegen Napoli. En français, en anglais. Français. Free two. Two for PSG. Okay. Oh. And who scores the goals? Mbappé, Lewandowski, double Lewandowski for Barcelona. Ousmane Dembélé. No, Ousmane, no Ousmane against us. Not against his ex-club. Yeah. You want to see it, yeah. Marquinhos. Okay, Marquinhos. Okay, and you score? 2-0. 2-0. Mbappé. Okay, yeah, good luck. Guys, for a good match, yeah? Es wäre so schlimm mit anzusehen, wenn Messi noch bei PSG wäre und heute gegen Barca spielen würde. Ich glaube, der könnte das gar nicht emotional. Der hätte einfach krank gemacht. Hi. Let's go, my friend. Prädiktion? 3-0 Paris. Oh, no. You are from Barcelona? No. It's not possible. Yeah. Bye, bye, bye. Victory, yeah? Victory. Ich habe kurz zwei, drei Franzosen nach ihrer Prediction gefragt und jetzt habe ich meine ganzen Leute verloren. Ich bin einfach alleine, das war's komplett. Wird Mbappé heute den Unterschied ausmachen? Wir werden sehen. Das war ja der unkomplizierteste und friedlichste Auswärtsblockeingang, den ich je erlebt habe. Hier ist so viel Polizei, man fühlt sich voll beschützt auch, kann nichts passieren. Aber ich glaube, die ganzen PSG-Ultras sind sowieso schon ultra früh drinnen, weil wir haben nur noch eine Stunde vor Anpfiff. Oh, aber auf die K9-Unit will ich nicht treffen. Und jetzt muss ich nochmal hier durch die ganzen Wärter. Also klar, man wurde dreifach abgetastet, aber das ist völlig normal. Und jetzt sind wir auch schon vom Prinzenpark, Leute. Let's go! Wer nimmt quasi morgen mit in die Schule? Mbappé! Ja! Benvinguts FC Barcelona auf Katalan, Leute. Willkommen! Müsst ihr jetzt rein. Was denn? Nochmal vorzeigen, was? Und erster Blick! In den Parc des Princes. Vamos, Leute, das ist unser Block. Wir haben einmal einen Bereich hier komplett unten und dann nochmal die Seite nach oben, aber das sehe ich jetzt von hier aus nicht. Ich sitze hier unten irgendwo. Also für den Auswärtsblock ist es wirklich ein richtig geiler Platz, Digga. 33. Ja, da hinten. Irgendwo da bin ich dazwischen. Das sieht doch echt ziemlich nice. Oh, das wird so geil, Leute. Vor allem, wenn Barca auf unsere Seite spielt und hoffentlich ein Tor schießt und dann hier zur Eckballfahne laufen. PSG-Ultras sind übrigens ganz, ganz weit weg von uns. Komplett auf der anderen Seite. So, ja, let's go. Ah, okay, und das gehört auch noch zu uns. Und die offizielle Aufstellung. Real Madrid startet erstmal ohne Moani. Stattdessen spielt Asensio, Ex-Real Madrid-Spieler, zukünftiger Realstar. Mbappé natürlich vorne drin, dahinter. Ex-Barca-Spieler Dembélé, Ruiz, Vitinha und Lee im Mittelfeld. Da muss ich sagen, dass wir auf jeden Fall besser besetzt sind. Aber die Verteidigung von Paris hat es natürlich auch in sich. Und das ist unsere Mannschaft für heute Abend. Rafinha, Lewandowski und Yamal vorne drin. Gündogan, De Jong hat es rechtzeitig noch fit geschafft. Pedri ist erstmal nur auf der Bank, Leute. Sergio Roberto wird mit seiner Erfahrung und hoffentlich auch mit seinem guten Omen gegen PSG uns helfen können. Ansonsten Cancelo, Kubasi, der 17-jährige Innenverteidiger, Araujo, Koundé und Ter Stegen. Die ganzen Franzosen schreien Puta Barça. Puta PSG! Puta PSG! Puta PSG! Marc! Ich will ein Kind von dir! Ter Stegen, halt die Null heute!
Halt die Null, Habibi! Warum? Das ganze Stadion schreit Puta Barça. Also das werden wir heute sehr, sehr oft hören. Die schreien nichts anderes als gegen uns böse Wörter. Die haben noch nicht einmal irgendwie geschrien, Paris, Paris oder die ganze nur gegen uns. Also das habe ich so auch noch nie erlebt. Klar, wenn wir gegen Real Madrid spielen, dann fällt mal ganz kurz das P-Wort, aber dann war es das erstmal. Außer es wird jetzt richtig hitzig und es passiert eine rote Karte. Aber die Pariser nehmen das hier wirklich heute sehr, sehr persönlich gegen uns. Passt, komm rein! Mit Brezel! Also so schlimm ist das Pfeifkonzert gegen uns jetzt nicht. Da war es gestern in Bernabeu viel, viel lauter. Ronaldinho ist im Stadion als Ehrengast. Wie geil! Wo steht er? Ah, da ist er. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ronaldinho! Und jetzt kommt PSG rein. Mbappé gibt Ronaldinho die Hand. Voll! Voll! Die spielen einfach so Märchen-Disneyland-Musik ab, wenn PSG reinkommt. Was geht da ab? PSG macht sich genau vor unserem Block warm. Alter, Mbappé macht keinen nervösen Eindruck. Hier nimm mal die Mimik von Dembélé. Ja, ja, schon eher. Er ist angespannt. Barça! 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 Die Lichter gehen aus dem Stadion. Und es kommt einfach Star Wars Musik. Und auch ganz viele kleine Fähnchen verteilt im Stadion. Und die Ultras ziehen ein Banner hoch. Können wir vorstellen, dass gleich irgendwie so Darth Vader oder so runterkommt. Wir haben ja auch schon mal Dragon Ball Choreos gemacht. Das habe ich sehr gefeiert. Puta PSG! Puta PSG! Ich hab's gecallt! Es ist Darth Vader geworden! Ah, sieht aber schon sehr, sehr geil aus. Schala mit unserem Wappen, oder wie? Hä? Das macht gar keinen Sinn. Das ist ja schon Fall. Und ein anderes Lied. Überall auch Lichter. Rodi, mach einfach Kinofilm aus der Choreo. Boah, okay, das ist ultra heftig. Jetzt kommt Yeti rausgefahren, wurde hochgezogen, hinter ihm das PSG-Wappen. Und ich weiß nicht, ob es auf Kamera so rüberkommt, aber die Schwerter sind sogar beleuchtet von ihm. Die haben diesen Laser-Effekt richtig gut hinbekommen. Und das ganze Stadion schreit schon wieder das B-Wort gegen uns. Ich sehe auch noch was, ja, ja. Und jetzt gehen die Lichter an im Stadion. Und die Mannschaft kommt rein. Ihr seid nicht alleine. Wir sind als 12. Mann mit angereist nach Paris. Gebt alles. Competet. Wenn wir am Ende ausscheiden, aber von uns sagen können, dass wir alles auf Platz gegeben haben, dann ist alles gut. Aber einfach kämpfen. Bitte. Das war einer der schönsten Podios, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Natürlich ist es auch richtig geil, wenn jeder Einzelne im Stadion auch was hochhält und das ein riesen Muster ergibt. Aber ja, war natürlich sehr lang. Es kam locker 10 Minuten Star Wars Musik. Aber diesen Laser-Effekt, boah, das kommt auf Handy nicht rüber. Barça spielt die erste Halbzeit auf unsere Seite. Come on! Lewandowski, du bist auch sehr wichtig heute. Eiskalt sein, Chancen nutzen. Es kommt auf die Effizienz an. Und auf die Details für so ein Fußballspiel. Lalalala, auf den Anschluss. Ist die Deutsche Anime Ballare. Dembélé. Aufpassen, PSG in den ersten Minuten mit sehr viel Ballbesitz. Barça konzentriert sich erstmal sicher hinten drin zu stehen. Barça! Barça! Barça Anime Ballare! Oh! Mbappés erster Abschluss. Da haben wir Xavi und auf der linken Seite Luis Enrique. Das wäre fast schon ein großer Fehler gewesen. Oh, gut.
gut hinterhergerannt, aber. Genau so, wir sind da, wir sind da. Cancelo gegen Dembélé. Die Zweikampf werden wir heute oft sehen. Kein Problem für Ter Stegen. Schön! Echt viele Ballkontakte, Usman in den ersten 10 Minuten auf Asensio einschießen lassen. Der hat viel zu guten Schuss! Jetzt könnte es gefährlich werden. Scheiße, Mbappé hat viel zu viel Platz. Oh, guter Einsatz, Frankie! Das Gute ist heute, es steht die 0. Solange wir in der Phase kein Tor kassieren, aber PSG hat so viel Ballbesitz, wir sind gar nicht im Spiel. Schwierig. Der PSG ist keine schlechte Mannschaft, auch wieder am Angriff. An einem sehr guten Tag können die auch jede Mannschaft schlagen. Und wieder geblockt. Aber unsere Verteidigung ist uns lieb. Oh, Lamin! Und der Ball. Oh mein Gott! Jetzt mal! Genialer Körpereinsatz von Polen. Lamina schießt! Oh, abgeblockt! Stadion! Genau so! Ganz, ganz guter Zweikampf! PSG, schon die bessere Mannschaft bisher, aber wir verteidigen, wie gesagt, nicht schlecht. Wir können noch ganz versuchen, Schipper! Ah! Er klärt auf der Linie! Daneben! Ah! Außennetz! Größte Chance des Spiels bisher! Für uns! Für uns! Oh mein Gott, das war so knapp, so knapp. Meister! Cancelo! Geile Aktion! Ja! Gegen drei Mann! Super! Es war so wichtig, diese erste starke Phase vom PSG ohne Gegentor zu überstehen. Aber jetzt müssen wir die Chance auch nutzen. Ole Barzale! Messi! Messi! Geil, dass wir nochmal sprechchörig hier im Prinzenpark für Leo widmen. So wie er es sich immer verdient gehabt hätte. Blaugrana Wind! Prima Wind! Danimo Nomes Abdutam! Bitte, lieber Gott, schenk uns die Führung. Oh! Nein! Unser eigener Spieler Kunde blockt die Variante, die einstudierte Variante an. Alter, Lewandowski macht so ein gutes Spiel heute. Der Scheibenbogen voll Absichtsprüfung. Und der Mbappé stand ab. Spiel rüber. Oh mein Gott, mit der Hacke. Oh, Lewandowski mit seinen 35 Jahren oder 36 schon steppt heute dermaßen ab. So ein gutes Spiel von ihm bisher. Es ist Halbzeit. Erstmal durchhalten, ne? Mein Halbzeitfazit. Erste 15 Minuten war PSG besser, aber wir haben stark dagegen gehalten und danach hat
Barca wirklich eine tolle Performance hingelegt in allen Belangen. Ein bisschen Glück, so wir ziehen wir das 2-0. 2-0 Atletico. Ich will aber eigentlich, dass Dortmund weiterkommt. Das war geil für uns daheim, aber ja. Das sind eigentlich sowieso immer nur noch 50-50 Games. Aber ich hätte schon Bock heute Barca gegen Dortmund im Signal Iduna Park. Noch dürfen wir nicht über Halbfinale reden, Leute. Auch wenn wir gut spielen, die erste Halbzeit haben wir für uns gewonnen. Kurz Energie tanken und dann geht's gleich weiter. Vor uns. Also das hätte er sich unterdrücken können. Frankie de Jong war auch, haben noch versucht, es reinzuwerfen, aber nicht geschafft. Psychologisch natürlich optimaler Zeitpunkt, der Ausgleich für PSG. Schreibt mal bitte eure Meinung in die Kommentare. Bin ich da zu sensibel oder wie findet ihr die Aktion von Usman? Ist das bitter, das ist wie im Film einfach, ein Scheißfilm. Jetzt kommst du auf den Kopf an, auf die Mentalität der Barca-Spieler. Wir müssen uns zurückmelden und das macht eine große Mannschaft dann nach oben. In der Champions League, Rückschläge gehören dazu, wir haben es gestern bei Real Madrid gesehen. Felix kommt rein, Tsulamin und Pedri feiert sein Comeback. Wir brauchen dich. Aber auch ein genialer Abschluss, den musst du erstmal so verwandeln. Du geiler Hex mit den Dreadlocks. Wir leben! 2-2! El Barça es! Nuestra Vida! Sehr gute Freistoßposition für Barça. Rafinha zum Hattrick. Wenn er den reinhaut, ich drehe völlig am Rad. Ich fress den Besen, ich fress alles hier auf. Petri ist sofort so gut drinnen, als wenn er nie weg gewesen wäre. Oh, Jean-Felix probiert aus seinem Satz. Rafinha, Rafinha, Rafinha. Rafinha wird ausgewechselt. Und wie kommt Ferran Torres?
Der ist auch ein Kämpfer, der kann sehr viel laufen, nochmal schön hochpressen. Araujo und Kubasi beißen weiter auf die Zähne. Christens ist reingekommen, aber für Roberto rückt auf die Sechserposition. Was geht da ab? Boah. Einer hat ein Pyro gezündet. Das habe ich bisher, glaube ich, nur einmal erlebt im Old Trafford. Damals auswärts. Scheiße. Oh Leute, mein Kopf, ich habe so Kopfschmerzen, aber alles egal. Ich spüre meinen Puls auf Oberkopf. Ist das normal? Oder platzt gar irgendwas? Scheiße. Ah. Ja! Ja! Araujo hat Krampf. Und der Billy streckt ihn. Fairplay. Das Duell werden wir noch sehr oft sehen in El Clasicos bald. Uruguay, 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 Uruguay. 89. Spielminute. Das ganze Stadion ist leise. Bis auf wir. Mbappé, 90. Minute. Nachspielzeit hat soeben begonnen. Alles gut, haben wir, haben wir, haben wir. Mbappé wieder. Weg! 4 Minuten Nachspielzeit! Haltet durch, Jungs! Haltet durch! Nicht schießen lassen! Oh! Ole! Ole! Jawohl! Die Spieler kommen zu uns! Kommt alle her, Jungs! Kommt alle her! Das ganze Stadion ist schon fast leer. Wir müssen jetzt noch warten, bis wir von der Polizei raus eskortiert werden. Leute, ich habe keine Worte. Also gestern war auch schon 12 von 10 Tag, aber heute war es 20 von 10. Ich sag's euch. Seit so langer Zeit mal wieder ein unglaublicher FC Barcelona Champions League Stadion-Vlog. Ich hoffe, wir können auch so eine Performance in den Rückspiel hinlegen und hier dran anknüpfen. Lasst uns Daumen runter, kostet uns Abo und die X-Videos nicht verpassen. Haut rein. Bis dann.